Wann schneidest du eigentlich deine Stauden zurück? Der Horst macht das im Frühjahr. Keinesfalls im Herbst. Ich mache es im Frühjahr. Warum? Ich will Stauden ja stehen lassen, weil erstens sich hier überall die Insekten verstecken und überwintern auch andere kleine Tiere, die schlafen da unten den Winter über. Und außerdem finde ich, dass wenn der Raureif drauf ist, im Winter und so sieht es auch sehr hübsch aus. Aber wenn ich das jetzt hier zusammenknüdel und wegwerfe, dann schmeiße ich ja die ganzen überwinternden Insekten hier auch mit weg. Also schneide ich mal ein bisschen was raus, schmeiße es zur Seite, lasse es da eine Weile liegen. Ich will den Tieren ja die Möglichkeit geben, zu flüchten, da irgendwie rauszukommen. Und so schneide ich dann immer mal wieder die, die gerade nicht so schön ist, schneide ich raus. Die anderen bleiben und bis März, Ende März, bin ich dann mal so mit dem ganzen Beet durch und habe alles zurückgeschnitten.